Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! In diesem Haushalt gibt es erstaunlicherweise so gut wie nichts zu Deutschlands Wasserhaushalt. Und das ist im Anbetracht der Klimaänderung zumindest fahrlässig. Wie soll die Trinkwasserversorgung bei sinkenden Pegeln von Flüssen und Grundwasser zukünftig sicher sein? Woher kommt das Wasser für Industrie und Landwirtschaft in zukünftigen Dürrephasen? Wie erhalten wir Fische, Amphibien, Eisvögel und Insekten am Leben bei austrockneten Flüssen und Seen? Nochmal, zum Thema Wassermanagement fand ich nichts im Haushalt. Entschuldigung, fast nichts. 10 Millionen € für die Vernetzung von Gewässern im Maßnahmenplan Blaues Band. Homöopathische 900.000 € im Forschungshaushalt zur Erforschung von wasserwirtschaftlicher Planung und Hochwasserschutz. Aber immerhin 100 Millionen in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz für Hochwasservorbeugung und Umgang mit Niedrigwasser. Darüber war ich erfreut. Vielen Dank. Und ich suchte weiter. Gelder, wie man Starkregen nutzen kann zur Bewässerung von Städten. Wie man Hochwasser mit Maßnahmen nutzen kann, um stillgelegte Tagebaue zu fluten. Wassermanagementmaßnahmen, um sinkende Grundwasserpegel wieder anzuheben. Pilotprojekte für Melioration, Be- und Entwässerung von Ackerböden. Kolleginnen und Kollegen, Sie ahnen es sicherlich, ich fand nichts. Und das ist grob fahrlässig. Ja, ich kenne Ihre Einwände, Wassermanagement ist Ländersache. Ja, und die Länder kämpfen. Rot-Rot-Grüne Landesregierung in Thüringen versucht, stillgelegte Wasserspeicher wieder in Betrieb zu nehmen, soweit wie es finanziell möglich ist. In Unterfranken, in der Oberlausitz, sinken die Grundwasserpegel. Kreise und Kommunen bohren die Brunnen tiefer. Das ist keine Dauerlösung. Und bei Frankfurt-Oder ist das Trinkwasser für 65.000 Bürgerinnen und Bürger gefährdet, weil durch die Abwässer der Braunkohlenförderung zu viel Sulfat in der Spree ist. 10 Millionen kostet die Umgestaltung des Wassers, aber die Braunkohlentagebaubetreiber sind nicht beteiligt. Unfassbar. Millionen Menschen in Berlin, an Rhein und Ruhr, kriegen ihr Trinkwasser aus Uferfiltrat. Kraftwerke und Industrie brauchen Brauchwasser aus unseren Flüssen. Ist das in 10 Jahren noch ausreichend zur Verfügung? Für uns als Linke ist Wassermanagement eine gesamtdeutsche Aufgabe, die unverzüglich anzufangen ist. Und in einem ersten Schritt fordern wir 50 Millionen für unsere Flüsse, damit sie durchgängiger sind und damit Wanderfischarten eine Chance haben. Ja, und der Bund muss für uns vorangehen. Bei Bundeswasserstraßen Querbauwerke zurückbauen. Der Bund muss mehr forschen, damit beim zukünftigen Wasserangebot eben genügend Wasser in einer Kaskadennutzung für alle Bereiche zur Verfügung steht. Wenn Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt bei der Bereitstellung, bei der Bewirtschaftung der Oberläufe der Flüsse keine Hilfe erhalten, kommt irgendwann in Niedersachsen und Schleswig-Holstein kein Elbewasser mehr an. Nochmal, damit auch bei langen Dürrephasen für die Menschen genügend Trinkwasser zur Verfügung steht, damit kritische Infrastrukturen mit Wasser versorgt werden, fordert die Linke eine Nutzungskaskade zur Wassernutzung. Wir brauchen eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Kolleginnen und Kollegen, die Regendefizite 2018, 2019, 2020 in großen Teilen Deutschlands warnen uns. Maßnahmen zum Wassermanagement brauchen Zeit. Wir müssen jetzt anfangen und investieren. Aber in diesem Umwelthaushalt ist nichts Zukunftsweisendes zu finden. Er ist so staubig wie ein ausgetrocknetes Flussbett. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenkert. Ich glaube, es war der Kollege Huben, der auch glaubt, das Handy sei eine Maske. Nicht? Gut. Nächster Redner ist der Kollege Gerhard Zickenhainer, Bündnis 90.